Leute, was geht ab, Leute? Wir gehen jetzt wieder mesisch testen. Neuer Laden hat aufgemacht und der hat noch 5,0 Sterne. Das müssen wir natürlich abchecken. Der Haken ist, die sind vegan. Das ist irgendwie so ein Trend beim vietnamesischen Essen. Da machen immer mehr vietnamesische Veganer auf. Digga, da ist einer rausgekommen und hat zu mir Ciao gesagt. Der Typ dachte, safe, ich arbeite hier, weil kein anderer Vietnameser hier ist. Hier arbeiten nur Vietnamesen. Dunkel hier, Leute. Also ich muss sagen, ich finde es hier sehr heiß und sehr stickig, Leute. Sie hat gefragt, ob es reicht, was wir bestellt haben. Es war eine Menge Vorspeisen, nur eine Hauptspeise, ein bisschen Sushi, aber alles vegan natürlich. Zum Snack mal, zum Testen. Aber ich muss sagen, Leute, hier ist so warm und stickig. Meine Ohren sind schon ganz warm. Kennt ihr das? Wenn euch so warm ist, dass eure Ohren ganz warm sind. Das ist die Toilette. Dafür sind alle hier. Ist schön, ja. Glaubst du, die Hitze staut sich wegen... Ja, hier bei mir, danke. Ich wollte fragen, glaubst du, die Hitze staut sich wegen der Beschichtung oben, also der Decke? Ja. Schon, gell? Ja, Mann. Also ich komme von diesem Wärmethema nicht weg, Leute, weil hier ist echt ein bisschen wie Sauna. Auch die Luftfeuchtigkeit ist erhöht, Mann. So. Schönes Teeset, sagt sie. Ich habe Melonspritz. What the fuck? Der ist sehr stark. Sehr bitter. Ich höre, der Kollege ist so warm. Ihr ganzes Gericht ist, ihr Gesicht ist so rot, als hätte sie was getrunken. Soll ich ausmachen? Fisch-Tacos, Leute. Vegan. Also ich bin schon fertig mit meinem Videozeug. Obwohl wir beide sehr Hunger haben, müssen wir noch auf die Kollegin warten. Hast du? Dann mache dieses Zitronending. Zitronending? Achso. Für ein bisschen Show. Hab ich gar nicht gesehen. Ich hoffe, ich störe niemanden in meinem Licht. Aber es ist hier echt sehr dunkel. Und warm. Sie meinte, der schmeckt wie ein richtiger Fisch. Ich hatte schon mal veganen Fisch und vegane Ente. Und die vegane Ente war krank. Die hat echt wie Ente geschmeckt. Und hatte die Struktur von Ente. Hat ein frischiges Aroma. Krass. So, weiter geht's. Irgendwie so Maispopcorn oder so. Salatblatt und ein bisschen Mais drauf. Vom Konzept her bin ich nicht so überzeugt. Ja, vielleicht vom Geschmack. Alles. YouTube, TikTok, Instagram. Super saftig, danke dir. Ja, da kommt noch mehr, Leute. Ganz viel Zeugs. Beng Xiao. Beng Xiao? Wir hatten Beng Xiao? Ah, Pancake. Richtig. Ja. Pancake ist Beng Xiao hier, Leute. Ich war schon mit dir gekommen. Sieht schon viel besser aus. Aha. Aber es ist halt so. Naja. Let's go. Kann ich schon essen? Okay. Wir können essen, Leute. Frittierter Pilz, nehme ich mal an. Digga, ich brauch Stäbchen hier. Ich wollte abbeißen, aber es ging nicht. Ich muss alles in den Mund. Aber gut. Nehmen wir mal die Soße. Ja, bitte. Das hier kann so nichts. Wow!
Mit der Soße wird halt, also weil es schmeckt halt als Sriracha. Und die Blätter sind ein bisschen in Wasser gekocht. Das ist so, als hätte ich Mais ein bisschen warm gemacht. Dann würde es mit dem Salat besser essen. Oh, what the fuck? Das kann echt nichts tun. Hä? Wie kann dieses Maisgericht auf einer Karte landen? Ich hab mich kaputt gelacht. Es ist Mais mit Sriracha auf Salat. Ihr wisst, ich liebe Bang Self. Erstmal pur. Nee, es ist nicht kost. Es ist eher. Ja, ich würde nicht sagen matschig, aber es ist weich und. Bisschen pancakehaft, ja. Auch ein bisschen leicht süß. Leute, ihr kennt ja meinen Kollegen, der noch kritischere Boss. Selten in Dünnegar, wo jeder Bissen schlechter wurde. Oh mein Gott! Jeder Bissen wurde schlechter und am Ende war ich komplett zerstört. Was er für Döner ist, ist sie für vietnamesisches Essen. So, ich probiere mal ein bisschen. Ja, what the fuck? Das ist wie Zuckerwasser, das ist voll süß. Geschmacklich war der Taco der Beste. Wir analysieren mal, Leute. Teig nicht so kross. Leicht süß. Also wenn ich Puderzucker oder Honig oder Nutella draufschmieren würde, würde es glaube ich als Pancake durchgehen. Die Kollege mit der Doppel-Handy-Technik am Start. Zwei Handy-Technik von Zorro. Kann man essen? Check mal den Fake-Fisch-Tatar, Leute. Jetzt wird's schwer, weil ich hatte schon mal sehr gute Fake-Ente. Ist es schon kross? Okay. Aber du schmeckst, dass es ein Pilz ist. Man kann es essen, ich würde es aber nicht als Ente bezeichnen. Die Kollegin ist kein Reis, eigentlich ist das mein Spruch. Aber der Reis schmeckt nicht so geil. Ich habe die Kollegin auf die Toilette geschickt, damit sie da noch ihre Fotos und Instagram und so machen kann. Wäre eigentlich der perfekte Moment, um zu zahlen. Aber erstens sind wir im Insi-Modus, zweitens ist es zum Glück kein Date. Sie kann gerne die Hälfte übernehmen. So, Fazit. Ich habe gezahlt 55 Euro pro Kopf mit, wie heißt das, Trinkgeld. Wie ich es fand, nicht so gut, unterdurchschnittlich, weil ich kenne bessere vietnamesische Veganer. 55 finde ich jetzt für die Lage, für das, was wir alles hatten, nicht übertrieben. Aber von der Qualität her kenne ich Besseres. Das fand ich schon eher schwach. Vor allem dieses Maisding war Katastrophe. Bang Seo war fast Katastrophe, sagen wir, sehr unterdurchschnittlich. Nur der Fake-Fisch war geil. Was sagst du? Ja, Fake-Fisch und Gnocchi waren noch okay. Ah ja, stimmt, das war auch noch okay. Ja. Ich würde den nicht weiterempfehlen, aber der braucht meine Weiterempfehlung nicht. Irgendwie läuft der Laden. Obwohl der erst sehr kurz im Offen hat und jetzt qualitativ nicht meinen Standard entspricht. Der beste bei mir in München, Leute. Aber da gehen wir jetzt nicht hin. Frohes neues Jahr.
Wir haben das Jahr aufgehört mit einem Veganer, mit Tau. Dieses Maisgericht, das hat mich noch eine Weile verfolgt. Damit komme ich immer noch nicht klar, wie sowas auf der Karte landen kann. Auf jeden Fall ist es Januar und es ist Veganuary. Und ich zeige euch jetzt einen veganen Vietnamesen, der taugt. So, Interior gefällt mir hier besser. Es ist vietnamesischer Kaffee. Und normalerweise gibt es den mit so Kondensmilch. Und ich glaube nicht, dass es Kondensmilch in vegan gibt. Deswegen stand das auch nicht dabei, weil das heißt normalerweise Kaffee ist Sir da. Und das war halt nur Kaffee da. Hauptsache Koffein kickt. Okay. Sommergolle, Leute. Aber ich finde Sommergolle overrated. Also mir taugt Sommergolle gar nicht. Ich bin ein Fan von Frühlingsrollen. Klassisch, traditionell. So. Das ist Bang Xiao. Wer die Vietnam Reels gesehen hat, der weiß, ich liebe Bang Xiao. Die Sache ist nur, ich mag das nicht. Und das ist eigentlich auch nicht so, so üblich. Ja, das muss ja hier weg. Dann muss ich das so hier falten. Probieren wir erstmal. Aber ich bevorzuge immer noch das Richtige. Weil das hier ist zu dünn. Aber es ist irgendwie zu dünn ausgerollt. Da ist ja gar nichts mehr dran. So ungefähr müsste alles sein. Außer auf okay, vielleicht der Rand, aber so muss es ungefähr aussehen. Also ich hatte das hier schon mal und da war es ziemlich gut, aber so heute ist Katastrophe. Nicht Katastrophe, aber unterdurchschnittlich. Kein guter Start für vegan. Für Veganuary. Ja, der Service hier ist ein bisschen lahmarschig, dass ich sogar gerade Pokémon Go spiele. So, schauen wir doch mal. Es gab hier keine Fake-Ente, nur Fake-Rind und Fake-Chicken. Und das Fake Chicken. Oh, es dampft. Oh. So. Es sieht aus wie Chicken von der Struktur her. Das hat gar nichts mit Chicken zu tun. Nicht vom Feeling her, nicht vom Geschmack, nicht mal annähernd. Fühlt sich einfach an wie irgendein Gemüse. Hey, ich hatte den Laden viel krasser in Erinnerung. Da täuscht mich meine Erinnerung. Weißt du, ich war mit einer gewissen Person da in der Ecke. Das war eigentlich immer ein Veganer, den ich empfohlen habe. Wo ich gesagt habe, hey, der schmeckt eigentlich ziemlich gut für einen Veganer. Okay, ist in Ordnung. Ist sehr lecker. Frisches, heißes Gemüse. An sich kann man es machen. Ich hatte in Erinnerung, dass deren Zeugs ziemlich gut ist. Deren Fleischersatz. So. Ich zeige noch einen Laden. Ich hoffe, da täuscht mich meine Erinnerung auch nicht. Ja, das hat keinen Eigengeschmack, das hat, schmeckt halt einfach nur nach dem Curry. Shit, ey. Ich habe die ganze Zeit mit Absicht nicht vietnamesisch geredet, weil das sind halt Vietnamesen. Damit keine Connection, damit wir nicht so ins Gespräch kommen. Weil dann passiert das möglicherweise, dass die mir folgen. Weil Vietnamesen sind auch ziemlich YouTube-geil und so. Also ihr wisst ja, Türken, die sind ziemlich stark im Influencer-Game. Und Vietnamesen, denen taugt das auch, also wenn die Kamera sehen und so, die fragen dann immer, hey, machst du YouTube? Und ich so, ja, ja, YouTube, TikTok, Instagram. Und dann fragen die immer direkt Followen und so. Und dann, wenn die das natürlich sehen, versuche ich ein bisschen netter zu sein. Das war jetzt keine Katastrophe, nur im Vergleich zu, was ich in Erinnerung hatte. Weil ich hatte den richtig krass in Erinnerung, also so krass, dass ich den immer empfohlen habe, im Sinne von, hey, wenn du Bock auf vegan hast, der ist extrem gut für einen Veganer. Ja, war auch solide, war okay. Mittagsangebot auch noch. Kann man machen, aber der hat mich jetzt nicht überzeugt, weißt du? Der hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen. Das war jetzt kein Laden, wo ich sage,
Boah, wenn du Bock auf vegan hast, dann musst du unbedingt hin, Digga. Veganuary. Beide Läden haben nicht wirklich überzeugt. Der Mais wurde von den veganen Nuggets von Peter Pane verdrängt. Ich will aber während des Veganuaries einen Veganer finden, der taugt. Der einfach solide ist, der geil ist, wo man sagen kann, hey, da geht man auch einfach so mal hin. Das ist mein Ziel. Vegan kann auch lecker sein. Und das werde ich noch finden. Also das war's von mir, Leute, und dem Veganuary. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Visa, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Es wird serious.